Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki. Kiki O'Brien. Und das ist mein heutiger Gast. Alexander O'Malley. Okay. So, also, wir müssen folgendes. Wir brauchen Wasser erstmal. Aber für, um hier überhaupt irgendwas zu tun, müssen wir uns erstmal als Elektriker ausgeben, weil wir müssen ja jetzt was reparieren und der traut uns nicht. Entschuldigung. Ja, Sir? So, wir haben hier die Visitenkarte vom... Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Ganz zufälligerweise. Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Ja, ne? Das ist doch ein Zufall. Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gefällt wird. Und da sind Sie, ja, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Nicht? Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpen lasse. Opa. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Ja, das mache ich dann auch gleich. Ja, dann gehen wir auf Seite. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Ja, ja. So. Das ist komisch. Ich brauche so einen Elektriker. Nein, ich lasse Sie das nicht reparieren. Reparieren Sie erstmal das und das. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Achso, ja. Hier gibt es noch einen Stecker. Den ziehen wir erstmal. Sehr gut. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Aha. Und? Achso, wir müssen dann wahrscheinlich doch die Drahtschlinge benutzen. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ah. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Hurra! Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles gut. In Ordnung. Wahnsinn. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Hurra! Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Ja. Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nicht. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Hurra. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Yeah. Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe. Hurra! Ach so. Dann. Na dann. Hinein. In den Keller. Ah. Was ist das denn hier? Ein Hebel? Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Vielleicht war das die Luke. Was gibt's denn hier noch? Nix? Gar nix? Das kann doch nicht sein. Wir haben alles repariert! Vielleicht ist das alles, was man braucht? Ja, vielleicht. Vielleicht ist es oben auf? Ja. Ich komme gleich wieder. Quietsch! Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Hurra! Ich sehe auf den gefliesten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Ja, gut. Hoch, hallo? Verzeihung. Was? Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Was? Es ist Khan. Oh. Was ist los? Haben Sie gesehen, der Mann mit der was Narbe hier vor ein paar Minuten passiert ist? Oh, schon möglich. Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ein Unfall? Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Nein. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Uiuiui. Ui, ui. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Mhm. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Mhm. Danke. Oh, oh. Aha. Mhm. Nice. Tja. Was war das denn hier? Hast du was gesehen? Ich dachte, der sagt... Doch, habe ich gesehen. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Hey, McGuire. Was? Also, nee, dann doch nicht. Das war der Hast Typ. Du den Mann schon mal gesehen? Jetzt gerade. Mann, ist das ein Schleimbolzen. Nö, nie gesehen. Ja, okay. Bis später dann. Okay, Mister. Gut.
Dann gehen wir jetzt nochmal hier durch den Keller. Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Learys Taschenlampe ohne Probleme. Super. Ja, toll. Vor allem, wir haben ein Gitter aufgemacht. Ja, also, das ist echt so. Merke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Oh, ja, hier ist doch was. Der Edelstein. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Ja, dann nimm mit. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Ja. Hör zu, McQuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Mhm. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typen diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Ja, gut, das kriegen wir hin. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Ach so, hat er das schon eingesteckt. Na gut. So, guck mal hier, Wasser. Ja. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ja, okay, vielleicht reicht das ja auch. Wir haben, was haben wir? Nix. Ein Handtuch mit der Aufschrift Goppelins, dort baut dir ein Buddy. Ja, wir können vielleicht das Handtuch nass machen. Vielleicht reicht das ja. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Perfekt. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Na gut, macht ja nichts. So, jetzt gehen wir wieder hoch. So, ich hab die Pumpe nicht repariert, weil ich die mir nicht mal angeschaut habe. Genau, ich habe sie nicht mal gefunden, also. Und tschüss. So. Dann klettern wir da hoch. Hopp, hopp. So, und dann füllen wir mal das Wasser auf den Gips. Gucken, ob es hilft. Das Wasser wird von dem Gips rasch aufgesogen. Hurra! Dann nehmen wir das raus. Dann haben wir einen Gips. Vorsichtig hebe ich das hart gewordene Stück Gips aus dem Sand. Auf der Rückseite bildet es eine perfekte Kopie der Statue. Hurra! So, und das nutzen wir dann hier mit. Und dann geht die Tür auf. Ja. Die ausgehärtete Gipsform passt perfekt in die 5 Vertiefungen. Man hört ein leises Klacken, dann ist Ruhe. Mhm. Die Tür hat gewartet, dass wir die Klärung aussagen. Ja, genau. So, jetzt können wir da durchgehen. Hurra! Krieg! Dass wir eine Taschenlampe haben. Mhm. Okay. An diesem Abend wieder zurück in Paris. Oh. Okay. Ah. Ah ja, wir sind jetzt wieder Sie. Okay. Irgendwas müssen wir mal machen. Ja, irgendwas müssen wir machen. Wir gehen mal hier zu dieser Truhe nochmal. Und? Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Ach so. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Ja, ja. Aber die kleine Metallscheibe darunter ist neueren Datums. Aha. Ja gut, den Schlüssel haben wir immer noch nicht. Da ist noch das was. Oh, chère Cousine. Ah. Du hast mir also wirklich ein kleines Geschenk dagelassen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ah, eine Wanze. Mhm.
Weg damit. Es muss vernichtet werden. Du machst mir keine Angst. Das Beste. Was? Bock. Aha. Ah, jetzt geht sie wieder zurück zur Truhe. Langsam. Oh mein Gott. Ja. Na gut, dann machen wir das wieder zu. Zack. Und dann gucken wir uns weiter um. Trapp, 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 trapp. Anrufbeantworter abhören. Und sonst so? Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Aha. Jawohl. Dann hör doch mal ab. Sie haben drei neue Nachrichten. Hey, Collar, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt, super. Aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Nico. Aha. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Ach, nein? Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Aha. Hi, Nico. Ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slan, erstaunst du was? Er ist einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Naja. Mademoiselle Collard, hier spricht die Melda Carchon. Ich wollte mich noch einmal für ihr Verständnis bedanken, als hätten sie nicht Lust zum Essen vorbeizukommen. Was? Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Aha. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Oh. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Oh, oh. Ich werde Ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Das ist nicht Merlin? So gut. Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ich muss sofort hinfahren und sie warnen. Mhm. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde Imelda vom Gewicht der Dinger vornüber kippen. Mhm. Und ich schulde ihr nichts. Aber ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Aber wieso haben wir all diese Nachrichten nicht einfach... Ich meine, wir waren den ganzen Tag am Tisch. Nein, wahrscheinlich nicht. Bei meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royal verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Scheinbar war sie nicht den ganzen Tag zu Hause. Hm. Wer weiß, wo sie sich rumgetrieben hat. Das scheint der beste Weg zu sein, hineinzukommen. Na, dann geh mal hinein. Nein? Das zerbrochene... Ach so. Hochklettern. ...sitzt bombenfest. Ach so. Möglicherweise, um Kritiker daran zu hindern, etwas mitgehen zu lassen. Hm. Wer sollte sowas sonst tun? Was ist denn hier? Ach so, das kann man abmachen. Ah, okay. Ich löse den ersten Draht. Ah, und den zweiten auch noch. Okay. Weil doppelt so viel Spaß. Und dann einmal kicken. Mhm. Und dann. Und dann hast du es. Gut, dass das wie eine Treppe geformt ist. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Noch. Schubsen. Bock. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Dann? Hoch. Hoch. Das zerbrochene Fenster scheint der... Dann geh doch. Hinein. Geh doch. Geh. Die Plastikfolie ist dick und stark. Ach so. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Was haben wir denn? Nimm doch mal wieder deine Geschosshülse. Tatsächlich. Die ist für alles gut. Hinein. Komm schon. Ah, okay. Hallo. Imelda? Bist du hier?
Mein Gott, ich komme zu spät. Ach, ah, da rockt sie. Hallo. Imelda! Hallo. Oh nein. Oh je. Hallo? Nico? Keine Bange. Es kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Ja, es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Sie hat Wer uns ist benutzt. Die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Ja, Thierry war Sie der kannten Vater. Meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Oh. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. Was ist los? Endlich los! Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Ach so. Na gut. Schlüssel haben wir jetzt. Vielleicht ist das der Schlüssel für die... Aber naturellement. Natürlich. Wenn wir schon hier wieder hingebeamt werden, dann muss das wohl was zu sagen haben. Okay. Dann nehmen wir das Kästchen. Und den Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Ja. Jetzt, ja. Wissen wir. So. Ich nehme den Schlüssel raus. Mhm. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ja. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Ja, aber guck doch. Ein Foto von ihr. Ein Foto von Imelda? Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters? Ja. Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Carchon, grinsend. Während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Dein Vater hat einen Dieb. Und da, gleich neben ihnen, schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Hm. Was war ein das? Brief. Ein Brief? Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Oha. Dann lies mal den Brief. Ui. Hotel Saint-Georges, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry, wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry, dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter. Du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Ach, ja? Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Hm. Ja, wenn er für die Regierung arbeitet. Dann ist er immer von den Guten. Auf jeden Fall. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Tja. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Hm. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Hm. Ich könnte das auch nicht. Tja. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Hm. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren. Und niemandem etwas zu erzählen. Okay. Genau, jetzt geht sie zum Telefon und sagt Hallo, hallo. Hm. Ah, sie muss sich erst mal setzen. Ach.
am nächsten Morgen. Ah. Sitzt sie immer noch so da? Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wiederzukommen. Aber dann... Dann macht sie doch... Herein. Achso, sie schließt nicht Hallo, ab. George. Ah, huch. Schließt sie nie ab, ihre Wohnungstür? Nee. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Huch. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Hm. Zack. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Tja. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maupassant war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Hm. Nein, guck dir nicht die Karte an. Okay, ich mache jetzt erstmal... Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croom zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay. Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon? Pass auf dich auf. Mhm. Ja. Okay. Dann? Ah, er geht von selbst. Dann laufe ich ganz langsam raus. Mhm. Halte mich nicht auf. Ich gehe jetzt. No. Oh, er ist gegangen. Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Hm? Es zu enthüllen würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Hm. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Carchon als Held. Ich weiß, wie man sowas macht. Mhm. Ich bin schließlich Journalistin. Na gut. Ja. Okay, wir sollten im Museum vorbeischauen und ich glaube bei der Polizei. Okay. Aber bevor wir das machen, speichern wir.